Hallo, meine lieben kleinen Erzählpiraten. Es geht weiter mit der Vospa im TB mit Gru von Italeri. Erstmal muss ich mir entschuldigen, dass ich jetzt so lange kein Video mehr gemacht habe, aber es liegt einfach daran, dass ich A, viel zu tun habe und B, die Internetleitung hier sehr schlecht ist, also muss ich mich um eine Alternative bemühen. Ich hoffe, dass das in Zukunft ein bisschen besser klappt. Ich hoffe, ihr könnt mir das vergeben. Worum geht's heute? Wie ihr seht, habe ich die Stevenrohre eingeklebt und habe auch hier den Rumpf, soweit es geht, erstmal ausgefeilt mit einer Rundfeile, die etwas weniger Durchmesser hatte als die Stevenrohre selber. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Ich habe, wie gesagt, dann das Ganze von innen verklebt, weil muss nicht schön aussehen, muss aber dicht sein. Ne? Wie ihr seht, habe ich hier großflächig Sekundenkleber drauf geklebt. Warum Sekundenkleber und nicht Epoxidharz? Weil es halt schneller geht. So, drehen wir das Ganze mal wieder um. Da ist noch ein bisschen Klickerei. Zack, auch weg. So, heute wollen wir uns damit beschäftigen, um diese kleinen Teile. Die sollen nämlich das Gestänge oder besser gesagt die Welle halt ein bisschen stabilisieren. Da habe ich ja auch eine kleine Änderung vorgenommen. Ich habe Messingrohre drauf geklebt, also Messingröhrchen im selben Durchmesser wie die Stevenrohre, wo die Edelstahlwelle dann halt sehr gut durchgeht. Es funktioniert also sehr gut. Hat ein kleines bisschen Spiel, das ist auch nicht schlimm, das soll so sein. Ihr seht, sind da aber jetzt halt noch Klebereste drauf. Und diese Klebereste hier werde ich jetzt einfach runterfeilen. Bei den anderen habe ich das jetzt schon mal gemacht. Nur hier wollte ich es euch dann noch mal zeigen. Wichtig ist halt, ihr müsst euch diesen Querschnitt ansehen. Und dann seht ihr, dass er halt gebogen ist. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Ja, kann man. Gut. Und dementsprechend müsst ihr dann auch feilen. Immer so ein bisschen hin und her. Das Ganze ein bisschen angleichen. Und dann sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Hm? Gut. So, wie gehen wir jetzt weiter vor? Als nächstes stecken wir einfach mal die Wellen rein. So. Ganz bisschen rausgucken lassen. Wie lang die Wellen sein müssen, das können wir dann hinterher ermitteln. Aber erstmal geht es nur darum, dass wir eine vernünftige Wellenführung haben. Gut, so. Dann müsst ihr darauf achten, dass der längere in die Mitte kommt. Der längere Halter. Und dass der Winkel auch stimmt. Also der Winkel ist jetzt hier leicht schräg. Also es läuft jetzt spitz zu, läuft ja hier auch spitz zu. Ne? Jetzt halte ich die Welle mit einem Finger fest, schiebe den hier drauf und kann dann so den Halter einfach hier anbringen. Jetzt könnte ich den natürlich nach vorne schieben, das mache ich natürlich nicht, weil hier fehlt jetzt ein bisschen was. Runterdrücken tue ich es auch nicht. Sondern ich trieme das jetzt einfach mal so aus, dass es gerade steht. Und dann fängt es schon an mit der Kleberei. So, lass mal hier den ganzen Schmuck von dem Kleber abmachen. Also ihr könnt da ganz normalen Sekundenkleber nehmen. Ich persönlich bevorzuge eigentlich den Sekundenkleber, der so leicht gelig ist.
Was auch immer recht hilfreich ist, ist, wenn man dann irgendwie so ein Stück Papier oder ähnliches hat. Aber mal gucken, ich denke mal, ich kriege es dieses Mal auch so hin, dass man den dann wie so einen Spachtel benutzt. So, da kommt er auch schon raus. So, ich hole jetzt erstmal von der Seite an, wo ich nichts sehe. Gebt da mal was drauf. Zack. Diese angedeuteten Schrauben wird man dann hinterher wahrscheinlich nicht mehr sehen. Ist leider nicht zu ändern. So. Aber wie gesagt, bei einem RC-Modell, da muss man manchmal ein bisschen Abstriche machen. Das gehört leider dazu. So, jetzt nehme ich mir einfach ein bisschen stabilere Pappe. Dann kann ich das hier ganz leicht noch verteilen und korrigieren. Das ist halt das Gute an dem Gelkleber. Er wird nicht sofort hart, sondern man kann ihn noch ein bisschen in Position bringen. So, dasselbe machen wir jetzt bei den anderen beiden auch. Gucken, welche Richtung. Zack, will er festhalten. Den halte er da drauf. Zack, der sitzt etwas besser. Und dann auch wieder verkleben. Wie gehabt. Was zu viel ist, wird hinterher dann weggeschliffen oder besser gesagt weggefeilt. So, ich glaube, das war's schon. Sieht schon gar nicht so übel aus. Ja, so ein ganz kleines bisschen verteilen. So, dann der letzte. Gucke ich mir auch wieder an. Warum muss er hin? Warum muss er hin? So macht es Sinn. Ganz wichtig, gibt der Sache Zeit zum Trocknen. Das war jetzt, glaube ich, falsch rum. Nochmal andersrum. Stramm. Das heißt, wir müssen erstmal noch ein bisschen was wegfallen hier. Also es ist besser, wenn ihr ein bisschen Luft dazwischen habt. Weil dann könnt ihr auch wirklich sicher sein, dass die Welle locker da drin läuft. Wenn das Ganze irgendwie verbogen oder stramm läuft, ist es nicht gut. Das macht A, unheimliche Fahrgeräusche und B, läuft die Welle dann auch nicht so smooth da drin. So. Wie immer das geht. Ah, die ist ein bisschen verzogen. Naja gut, das ist aber nicht schlimm. Da kann ich neue besorgen. Und auch wieder mit Kleber stabilisieren. So. Übrigens konnte ich leider immer noch nicht feststellen, wofür dieses gebogene Gestänge am Bug dieses Bootes ist. Also falls da irgendjemand eine Idee hat, dann bitte gerne als Kommentar posten. Ich konnte dazu leider noch nichts feststellen. So, damit haben wir das schon mal fertig. Dann können wir das nämlich auch gleich mal zur Seite und trocknen lassen. So, und damit wäre das Video zu Ende. Nein, natürlich nicht. Ihr kennt mich ja, ich mache meistens ziemlich lange Videos. Aber ich habe mir gedacht,
damit das Video heute nicht so kurz wird, weil, wie gesagt, es sind ja jetzt ein paar Minuten nur. Das lohnt sich nicht wirklich. Wo sind wir jetzt? Bei 10 Minuten? Naja. Habe ich mir gedacht, dann fangen wir schon mal an und machen etwas, was wir unabhängig vom Boot schon mal machen können, nämlich die Mannequins zusammensetzen. So. Das Ganze sieht so aus. Alles Einzelteile. Hat so ein bisschen was von kleine Personen in den Häcksler geschmissen und das, was rauskommt, wieder zusammenpuzzeln. Ja, dazu gibt es eine Bauanleitung und nochmal so eine kleine Detailzeichnung, wo was hingehört. Gut, fangen wir mal damit an, dass wir, ja, das sieht mir aus wie der Captain. Könnte das der Captain sein? Ich weiß es nicht. Wir fangen einfach mal hier ganz links oben mit dem ersten an. Da hätten wir B10. So, dann geht es nämlich los mit der Sucherei. B10. Also erstmal sollte man sich orientieren, wo ist hier überhaupt B? Das ist gar nicht so einfach. Okay. Also B ist hier hinten. So, da hätten wir da einmal B1. Ja gut, fangen wir mit B1 an. B1. B1, okay. So, ich trenne das ein kleines bisschen. Zack. Ein kleines bisschen so ab, dass ich nur was wegfallen muss. Das zeige ich aber auch. Wie ihr sehen könnt, steht hier jetzt noch so eine Nase über. Das sollte auf der Seite auch sein. Des Weiteren habt ihr natürlich hier vom Gießen diesen Rand. Das müsst ihr erst einmal entfernen. Das ist nicht schön, wenn das stehen bleibt. Wie gesagt, das mache ich einfach hier mit so einer kleinen Feile. Alles nicht so wild. So. Jetzt natürlich hier auch auf der Seite. Kann man natürlich, damit man nicht so viel wegfallen muss, mit dem Messer erst einmal ein kleines bisschen wegschneiden. So, und den Rest dann halt beifallen. Also gerade solche Kleinigkeiten, wenn man die nicht macht, man sieht es sofort und es sieht nicht schön aus. So. Haben wir auch. Jetzt haben wir hier noch eine Naht. Oder was heißt Naht? Eine Kante. Das ist alles vom Gießen. Ich bin mit dem Kopf noch bei der Arbeit, deswegen Naht. Und Schweißen. So, und das tue ich natürlich ein ganz kleines bisschen anrunden. So. Das sieht eigentlich schon gar nicht schlecht aus. Jetzt können wir hier oben diesen Nüppel, den er am Kopf hat, den können wir auch noch schnell entfernen.
Ich habe gesagt, ich wollte dieses Video oder dieses Bauprojekt wollte ich mal wirklich komplett so machen, dass ihr Schritt für Schritt verfolgen könnt, auch wenn das jetzt mal so ein paar Videos mehr werden. Ich hoffe, das ist in Ordnung. So, dann haben wir als nächstes, nehmen wir mal die Mütze. Die habe ich schon gefunden, das ist diese hier, B10. Mache ich auch wieder dasselbe, dass ich ein kleines bisschen stehen lasse. Na komm. Ja, wenn man das richtig rumhält, das Messer, dann schneidet es auch. Oje, oje. So. Oh, und der ist abgehauen. Da ist einer auf der Flucht. Aber nicht so schlimm. Wiedergefunden. So. Kann man auch ganz deutlich sehen, hier diese Gusskante. Das ist übrigens ganz normal. Das lässt sich auch gar nicht vermeiden beim Gießen. Beim Spritzgussverfahren. Und bei solchen kleinen Teilen immer aufpassen auf die Fingerchen. So. Und dann geht es schon los mit dem Feilen. Also ich bin gerade am Überlegen, ob man jetzt immer so ein Mannequin komplett pro Video zusammenbaut. Vielleicht so hin und her switchen zwischen dem Rumpf und halt einer Figur. Mannequin klingt so unprofessionell. Nennen wir es Figur. So. Und wie gesagt, wenn jemand weiß, wofür dieser Bügel halt ist, diese Konstruktion vorne am Rumpf. Also ich nehme an, dass es wirklich dafür ist, damit die Soldaten von den Kommandotruppen von den Booten springen konnten, dass da vielleicht irgendwie so eine Art Strickleiter oder irgendwas ähnliches drüber gespannt worden ist oder ein Netz, damit die dann halt an Land gehen konnten, schnell. Das Geschichtliche können wir auch irgendwann mal eingehen, weil das ist wirklich mit einer der kühnsten Dinge gewesen, die Britannien da auf die Beine gestellt hat. Im Zweiten Weltkrieg und war, glaube ich, auch eine der wichtigsten Operationen. So, damit haben wir zwei Teile schon mal sauber gemacht. So, jetzt nehmen wir den Kleber. Und dieser Kleber ist schon lange nicht benutzt worden. Wenn ich hier drauf drücke, kommt nichts raus. Kleiner Tipp: Nehmt euch ein Feuerzeug, haltet das fest, dann die Nadel einmal dran lang ziehen und dann mal drücken. Und dann seht ihr schon, da kommt was raus. Das war der restliche Kleber. Zack, da läuft's. Gut. Viel hilft, viel ist beim Modellbau nicht unbedingt ratsam. Da macht ihr am besten immer Folgendes. Jetzt sieht man wahrscheinlich, dass sich hier so ein ganz kleiner Tropfen gebildet hat. So, und der reicht normalerweise schon hier. Naja, noch nicht ganz, einen ganz kleinen Tacken mehr. Zack. Und den dann mit der Spitze leicht hier oben drauf verteilen. Wenn es dann doch zu viel sein sollte, könnt ihr euch ein Stück Papier oder ähnliches nehmen. Das Ganze nochmal abtupfen. Zack. Und dann kann man die Mütze hier draufkleben. So, das sieht schon gar nicht so übel aus. Mal ein bisschen gerade machen. So. Kleiner Spalt bleibt, das ist normal. Ich
versuche das mal ein bisschen um Fokus zu kriegen. Seht ihr das? Das kann man aber hinterher ganz gut mit Farbe kaschieren und so. Muss man auch nicht unbedingt abschmirgeln. Oh, ich sehe gerade, dass ich hier eine Naht vergessen habe. Also eine Kante. Und zwar hier oben. Da kann man es vielleicht einigermaßen sehen. Die machen wir natürlich auch noch weg. Eine andere Pfeile, weil die ist ein bisschen breiter für. Wie gesagt, Modellbau ist eine Sache, da muss man Muße und Zeit für haben. Schnell, schnell geht da nicht. Schnell, schnell geht es nur in die Hose. Also nicht erwarten, dass ihr in 10 Minuten so ein Modell gebaut habt. Wenn ja, dann sieht es dementsprechend hinterher aus. So, was brauchen wir als nächstes? Ich würde sagen, wir suchen mal seine Beine. Das ist einmal B8 und B7. So, die habe ich auch schon gefunden. So, hier oben brauche ich nicht unbedingt abschneiden, da kann ich ruhig abbrechen, weil das ist Klebeseite. Nur halt da, wo man es sieht, sollte man dann wirklich gucken, dass man schneidet und nicht unbedingt abbricht. So. Zack. Wie gesagt, an diesen Klebekanten, da muss man dann nicht so herrlich präzise sein. Ein bisschen vom Stiefel weg. So. Und dann natürlich wieder alles beipeilen. Ganz vorsichtig. Beim Feilen auch nicht unbedingt scharf aufdrücken, richtig mit Druck und allem, bringt euch nicht viel. Es reicht wirklich ganz sanft drauflegen, die Feile dann einfach nur hin und her bewegen. Zack. So. Solchen Strukturen wird es manchmal schwierig. Ich habe hier verschiedene Pfeilen. Also das ist jetzt eine Vierkantpfeile. Das hier ist eine Flachpfeile. Ich habe das Ganze als Set geholt. Das sind halt mehrere Pfeilen. Und da habe ich auch Rundpfeilen drin und konkave Pfeilen. Und hast du nicht gesehen. Das ist ganz nett. Weil gerade hier in solchen Sachen da dann reinzukommen, ist nicht immer ganz einfach, aber wirklich sehr wichtig. So, da kann ich mal wieder mit der Flachpelle dran gehen, ganz leicht. Den Stiefel auch. So, damit ist das weg. Jetzt haben wir das Ganze natürlich vorne auch nochmal. Dann nehme ich mir dann wieder diese Pfeile. So. Und im Knie. Das wollen wir dann auch mal ein bisschen weg.
So, damit haben wir das erste Bein. Das könnte man jetzt schon hier reinkleben. Aber da warte ich ehrlich gesagt lieber noch mit, weil ich weiß nicht, wie das mit der Position des anderen Beins ist. Ich glaube, es ist besser, wenn man die erstmal beide hier so zusammenklebt und dann. Das heißt, wir müssen jetzt dieses hier auch erst einmal sauber machen. Wie gesagt, an den Klebekanten ist das nicht so wild. Da kann man hier auch mal ein bisschen rausschnitzen oder so. Das ist gar nichts Schlimmes, weil diese Klebekanten sieht man hinterher nicht mehr. So. Wie gesagt, ich gehe erstmal mit dem Messer grob vor. So. Lass aber trotzdem noch genug stehen, damit ich was zum Wegfallen habe. Um das anzugleichen. Falls jetzt der ein oder andere der Meinung ist, dass ich das hier zu detailliert darstelle, möchte ich nochmals darauf hinweisen, wie so oft schon, dass ich einen YouTube-Kanal für Anfänger habe. Das heißt, ich habe hier vielleicht auch so den einen oder anderen im jungen Alter, der gerade erst damit angefangen ist und vielleicht ein ähnlich kompliziertes Modell bekommen hat und dann erstmal völlig erschlagen da steht und nicht weiß wohin. Dann bitte auf gar keinen Fall Angst und Panik haben, sondern sich einfach der Sache mit Ruhe und Gemütlichkeit annehmen. Es ist nicht schlimm, das S-Modell wird auch nie perfekt aussehen. Das ist einfach eine Sache, die man ganz langsam lernen muss, wo man reinwachsen muss. Meine ersten Modelle sahen auch nicht schön aus. Ganz und gar nicht. Die waren auch nicht lackiert. Die waren bemalt mit einem Pinsel und Wasserfarbe. Sah gruselig aus, aber wie gesagt, es ist ein Lernprozess. Das kann man alles lernen. So. Und damit Leute halt sowas lernen können, mache ich halt solche YouTube-Videos, wo sie es dann einfach mal so ein bisschen sehen und so ein paar Tipps mitbekommen. Vielleicht ist ja auch der eine oder andere dabei, der sich denkt, na, vielleicht ist das ja ein Hobby für mich. Mit solchen Sachen kann er das dann ganz schnell feststellen, wenn er sich anguckt. Entweder er sagt dann, ja, habe ich Zeit zu, habe ich Lust drauf. Oder er sagt, oh Gott, nein, das ist nichts für mich, das will ich überhaupt nicht, da habe ich nicht die Geduld für. Also für mich ist das hier wirklich schon eine Art Meditation, wo ich ganz in Ruhe runterkommen kann. Aber wie gesagt, es geht nicht jedem so. Jeder Mensch ist verschieden, jeder braucht was anderes. So, jetzt tue ich die Klebefläche nochmal schleifen. Wie man sieht, ist sie auch nicht so sauber und gerade und alles, aber damit ich hier möglichst rundherum eine breite Fläche habe, wo die beiden Teile zusammengeklebt werden können. Ja. So, dann gebe ich hier wieder Kleber drauf. Ja. So, dass man sieht. Zack. Sollte schon reichen und dann einfach der Seite der Spitze ein bisschen verteilen. Und die Teile zusammenkleben. So. Und dann richte ich mich nicht nach hier oben, sondern ich richte mich nach den Füßen. Das mache ich, indem ich den ganzen Jungen einfach erstmal so hinstelle. So. Wenn der jetzt trocknet, bei dem müssen wir gleich nochmal bearbeiten, dann
Also trockene, oh, gebelt. Merkt ihr das? Zack, gebelt. So. So ein bisschen. Na, jetzt ist er ein bisschen gerutscht. So. Ich glaube, so ist es relativ gut. So, wenn das also trocknet, suchen wir jetzt uns erstmal die Arme raus. Das ist B5 und B6. B5, B6 habe ich auch gefunden. Jetzt wird der eine oder andere auch sagen, na, kann man das nicht schon vorher lackieren? Bei solchen Sachen warte ich davon ab, weil ich die eigentlich prinzipiell mit Pinsel lackiere. So. Die Schritte sind jetzt eigentlich immer dieselben. Da tut sich jetzt wirklich nicht mehr viel. Das wirklich dann immer abmachen von dem Gerippe, putzen, ankleben, ausrichten. Das ist eigentlich alles. So. Zack. Aber ich werde das halt jetzt bei diesem Mannequin mal ein bisschen detaillierter zeigen. Gerade wenn man hier solche Falten hat und so in der Uniform, kann man wunderbar dann mit einer Rundfalle arbeiten. So. Zack. Auch noch ein kleines bisschen. Und dann die Klebefläche wieder. Was auch ganz sinnvoll ist, ist immer ein Teil nach dem anderen zu bearbeiten. Zack, so, jetzt haben wir diesen Arm fertig. Der kommt hier drin. So, und bevor ich den jetzt anklebe, halte ich den mal dran und gucke mir so an, wie das aussieht. Ich da vielleicht noch ein bisschen was anpassen kann oder das so in Ordnung ist. So, nach vorne sieht es relativ gut aus. So, muss ich mal umdrehen. Muss mal gucken, wie sieht es von hinten aus. Eigentlich auch recht gut. So, jetzt gehe ich natürlich her und muss das hier auch noch mal ein bisschen anpassen. Ja, das sieht gut aus und dann kann ich auch schon wieder das Ganze ankleben. Das war jetzt ein bisschen viel Kleber. Tupfe ich einfach weg. Wenn es zu viel Kleber ist, hat man oftmals das Problem, dass es dann an den Seiten rausquatscht und rausläuft. Dann sieht es nicht so schön aus. So. Jetzt muss man mal gucken in der Position. Das ist jetzt hier nicht so richtig optimal. Ups. Da wird ein
bisschen Nacharbeit nötig sein. Vielleicht kann man das ja erkennen. Da habe ich relativ wenig Spalt, das geht noch, aber nach hinten sieht das schon ein bisschen anders aus. Also das kriege ich auch mit Farbe nicht zu. Da muss dann wirklich, ich könnte das dann auch nochmal abnehmen. Da muss dann wirklich nochmal nachgearbeitet werden. Das sieht wohl an diesem Trenchcoat, den er hier hat. Oder an dem Mantel, besser gesagt, oder dem Umhang hier. Naja, so ein kleines bisschen bleibt halt, das muss man dann irgendwie verfüllen. Dafür gibt es ja Plastikspachtel. Ganz optimal kriegt man es halt nicht. So, fangen wir mal mit dem zweiten Arm an. Da gehe ich jetzt erstmal her und schneide hier grob den Stüppel weg. Da sieht man es halt auch ganz deutlich. Ich habe jetzt hier zwei Flächen, die in V zusammenkommen. So, das heißt, es muss wohl so sein, dass ich das Ganze dann wohl so anbringen muss. Da kann ich dann als erstes mal anfangen zu peilen. Je mehr ich natürlich jetzt hier am Feilen bin und hier genau arbeite, umso besser klebt es hinterher. So. So, ja, das kann man schon sehen, das sieht relativ gut aus. So, jetzt kann ich mich um die Details kümmern. Sprich hier die Sachen von den Rippen, die hier überstehen, wegschleifen. Sowas macht natürlich eine Menge aus, wenn man solche Sachen entfernt. Weil man sieht, das sind ja beim Lackieren wirklich extrem. Wenn es lackiert ist, fällt es auf. Aber so richtig. So. Hier auch nochmal. Zack. Nochmal im Licht prüfen. Übrigens ganz wichtig, sowas nie im Halbdunkeln machen, sondern wirklich bei ausreichend Beleuchtung. Das macht einfach eine Menge aus. Wenn die Sachen vernünftig sehen kann. So. Habe ich auch wieder ein bisschen zu viel Kleber, das ist aber nicht schlimm. Ich arbeite übrigens ganz gerne mit diesem Kleber. Von Revell mit der Spitze, weil man es da wirklich ein bisschen besser dosieren kann und ein kleines bisschen genauer hinbekommt.
In vielen anderen Videos habe ich bis jetzt gesehen, gibt es Leute, die mit diesem Pinsel arbeiten. Nur ich habe immer Angst, dass ich dann feine Strukturen, wenn ich da mit dem Pinsel drüber gehe, zerstöre. Weil der Kleber, der, ja, der löst halt das Plastik auf, ne? Der löst das richtig erstmal auf. Und wenn ich dann so eine Struktur erstmal zerstört habe, ja, wird es schwierig, hier wiederherzustellen. Also ich bin kein Freund von diesem Kleber aufpinseln und dann dran klatschen. Und ich meine, den kann man benutzen für Sachen, wo man es hinterher nicht mehr so sieht, aber die benutzen den wirklich überall. Wie die es hinkriegen, dass die Struktur dann trotzdem noch erhalten bleibt, das weiß ich nicht. So. Das sieht schon gar nicht schlecht aus, aber bevor ich das jetzt da dran klebe, versuche ich hier den Überstand ein bisschen mitzuschleifen. Dass nicht so eine harte Kante bleibt. Der Stoff sollte eigentlich keine harten Kanten haben. So, jetzt gehe ich her und schmirgel das Ganze hier mal ein bisschen runter, dass das eine Fläche wird. Das heißt schmirgeln, feilen. Ach, ich habe es heute wieder. Man möge es mir verzeihen. So, jetzt haben wir hier einigermaßen eine Fläche. Zack. Alles, was über ist, wieder abtupfen. Dann können wir das hier dran setzen. Zack. So. Und der Kollege steht, würde ich sagen. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aber wir sind noch nicht fertig. Was übrigens auch hilfreich ist, wenn man hergeht und halt das Ganze durchstreicht, was man da schon angebracht hat, kommt nicht durcheinander. Oh, falsch. Ach, wir sind doch oben bei den. Jetzt habe ich auch noch Fehler gemacht. Egal. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das haben wir noch nicht. Das haben wir auch noch nicht. Aber die beiden haben wir. So, das heißt, als nächstes brauchen wir, nehmen wir mal B4. Fernglas. Was ist das hier? Da ist nichts drin zu erkennen. Okay, aber das ist B4. Das ist schon mal schön. Dann haben wir da B6. Nee, B9. So. B2 und B3. Okay, gut. Dann kümmern wir uns erstmal um das hier. Das scheint mir so eine Art, ja, Kapuze zu sein. Von dem Umhang oder dem Mantel, was er da trägt. Ich glaube, es ist doch ein kompletter Mantel. Kommen gleich noch die Vorderteile von. Da brauche ich nicht viel nacharbeiten. Das sieht schon mal so ganz gut aus. Jetzt hier oben einfach ein bisschen Kleber drauf. Zack. So.
Das ist wohl so, wie das aussieht, die Kapuze. Ich denke mir erst zumindest mal so, dass das die sein soll. So, ja, das sieht gut aus, da ist genug Kleber. Gut. So, als nächstes haben wir dann. Oh, was ist denn passiert? Gefallen? Steht. Bleib stehen, nicht umkippen. Hier am Stiefel muss ich nachher noch mal ein bisschen nachfallen. Oder kann ich auch jetzt machen, wenn es trocknet. So, das sieht schon ein bisschen besser aus. Er ist ein bisschen lecklastig. Er gibt ein bisschen mehr noch um. So, dann nehmen wir mal B2. Das ist dann auf der Seite gut. So. Auch wieder die Nase hier. Das hat recht entfernen. Schön, bei dem Tag brauche ich nicht viel nacharbeiten. Mal an. Ich hätte das mal hier dran und dann gucke ich mal. Ne, das sieht nicht so aus, wie es sein soll. Dann kommt das in. Also da ist die Tasche. Ja, doch, das muss auch rum. So. So wird ein Schuh draus. Zack. Ja. So, und jetzt kann ich auch hergehen, kann das hier einkleben. Kann ich ordentlich Kleber drauf geben. Dann halt hier auf die Kante. Also wie gesagt, da wird man diese ganzen Spalten und so weiter, das wird man alles noch hinterher mit Spachtel schließen müssen. Oh, Druck, auch gut. So, das andere Teil. Und dann haben wir es eigentlich schon was geschafft mit dem Kollegen. Mich ein bisschen irritiert sind diese Teile hier, die haben gar keine Nummer. Da muss man dann mal gucken, wo die hingehören. So. Aha, aha, aha. So. Bei solchen Sachen auch immer ein bisschen die Anprobe machen. Ach, scheiße. Jetzt ist die Kapuze wieder abgefallen. Da muss ich gleich mal gucken, woran das sieht.
So. Okay. Das sieht gut aus. So machen wir das. Das Fernglas will ich dann später drin kleben, weil das will ich separat lackieren. Ich gebe jetzt dort noch mal ein bisschen Kleber rein. Hier auch. Kleber dahinter, zack. Ah, shit. Heute habe ich es aber auch drauf. Nicht so schön. Okay, so. Wie gesagt, solche Sachen, die werden dann hinterher noch nachgearbeitet, separat. Aber erst einmal geht's. Das ist okay. So. Das macht die Standfestigkeit. Ne? Ja, er steht. Kleber dran und hoffen mal, dass das diesmal ein bisschen besser geht. So, damit haben wir dann wohl den Kapitän oder Kapitänleutnant wahrscheinlich erstmal fertig. Ich hoffe, das kann man gut sehen, das sieht okay aus. Naja, mit dem Stehen, das ist nicht so ganz einfach, aber da müssen wir mal gucken, ob da unten vielleicht an den Füßen noch ein bisschen was wegfallen. Aber das muss jetzt erst einmal trocknen. Ich versuche mal ranzuzoomen, dass man den Kollegen sieht. So. Ja. Damit wären wir erstmal durch. Das erste Mannequin geschafft. Steven-Rohre haben wir auch angeklebt. Ja, das sieht auch nicht schlecht aus. Zack. Läuft. Da würde ich sagen, machen wir dann erstmal einen Cut. Haben wir schon eine ganze Menge geschafft. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Wenn ja, Daumen hoch. Wenn nicht, dann Daumen runter, aber dann bitte auch in die Kommentare, warum.
weil zu langweilig, zu lang, zu dies, zu das, zu jenes oder zu verwackelt oder weiß der Geier. Ja, ich hoffe, ihr bleibt alle gesund, zwecks Corona. Kleiner Tipp, esst viel Paprika, da ist viel Vitamin C drin, dann passiert euch nichts, hoffe ich. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder beim nächsten Video. Worum wird es da gehen? Wahrscheinlich will ich da anfangen mit der Welle. Mit der Welle, ja. Mit der Ruderanlage. Und natürlich der Nacharbeit von dem, was wir heute gemacht haben. Ja. Wie gesagt, bleibt dran. Wird spannend weitergehen. Und seid artig. Bis die Tage. Ciao.